Hallo, hier ist Dirk für die Hundeschule Stadtfälle. Heute möchte ich euch die drei Hunderassen oder Hundetypen vorstellen, die sich meiner Meinung nach für einen Vollzeitberuf tätigen am wenigsten eignen. Los geht's! Halten wir für den Anfang fest, und das ist sehr wichtig, die allermeisten Hunde eignen sich nicht wirklich, wenn man vollzeitberufstätig ist. Je größer das ist, je sportlicher das ist, also der Hund, umso unwahrscheinlicher ist es, dass das gut passt, zumindest in jungen Jahren. So ein großer, sportlicher, fauler Sack wie der Milan, der da hinten irgendwo im Dunkeln liegt, mit 10 Jahren, dem ist das Bums egal, wenn ich arbeiten gehe. Es geht hier also um die ersten Jahre, jetzt nicht um die ersten 2, sondern eher um 5, 6 oder 7. Denn in dieser Zeit sind eure Hunde fit und leistungsfähig ohne Ende. Und da sind die meisten Hunderassen sich gleich. Trotzdem gibt es 3 Schläge von Hunden oder 3 Typen von Hunden, die ich euch wirklich nicht empfehlen kann. Bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende werde ich euch sagen, welche Hunderassen und welche Hundetypen ich tatsächlich für Vollzeitberufstätige ganz gut empfehlen kann. Kommen wir nochmal auf den ersten Punkt zurück. Wir können auf jeden Fall sagen, je größer und aktiver die Hunderasse ist, desto unwahrscheinlicher geeignet ist es für den, ja, Vollzeitberufstätigen. Wenn ihr zu zweit seid und die Arbeitszeiten sich abwechseln, dann mag das alles funktionieren. Das, was ich euch heute hier erkläre, sind tatsächlich meine Erfahrungen mit den Hunderassen, die sich damit am schwersten tun. Dennoch gibt es natürlich immer wieder Erfahrungsberichte und Stories, wo das Ganze gut funktioniert. Also kann es durchaus auch möglich sein, dass ein, weiß ich nicht, sportlicher Labrador-Retriever bei euch als vollzeitberufstätiges Pärchen super klarkommt, weil der eine um 7 zur Arbeit fährt und der andere erst um 12. Weil der Hund dann nur von 12 bis 3 alleine ist, als Beispiel. Ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir wollen heute also zugrunde legen, was macht jemand, der wirklich sehr viel arbeiten ist, sehr lange arbeiten ist oder wo tatsächlich ja so eine Überschneidung nicht stattfindet. Wenn ich jetzt ein Pärchen bin und beide haben die gleiche Arbeitszeit, müssen um 8 Uhr raus und kommen erst um 17 Uhr wieder, dann wird das generell natürlich schwer, aber es gibt einfach Hunderassen, bei denen das noch schwerer ist. Ich möchte jetzt hier nicht in Rassen direkt denken, sondern in Hundetypen. Wir haben von der FCI eine gute Kategorisierung der Hunde. Auch wenn es da, ich sag mal, die ein oder andere sehr spannende Verpaarung von Hunden in den Kategorien gibt, sind die aber ein guter Anhaltspunkt. Zu den FCI-Klassen an sich mache ich demnächst mal ein eigenes Video, um das so ein bisschen aufzudröseln. Wir wollen heute also 3 aus diesen 10 Kategorien aussieben, die wirklich die meisten ungeeigneten Hunde beinhalten. Das Ganze versuche ich jetzt in 3 Leitsätze zu packen. Leitsatz Nummer 1. Wenn es ein ehemaliger Arbeitshund ist, eignet er sich wahrscheinlich nicht. Dazu gehören Hunde, die irgendetwas mit Hüten, Jagen, Treiben, Laufarbeit, Schweißarbeit zu tun haben. Das sind schon 5 von 10 möglichen FCI-Klassen. Also, sei es der Australian Shepherd, der Border Collie, der Wischler, der Dalmatiner, der Terrier, der Tackle. Das sind alles Hunderassen, die Arbeit im Blut haben. Dafür sind sie mal gezüchtet worden. Diese Hunderassen eignen sich in der Regel nicht als alleinstehender, vollzeitberufstätiger Mensch. Wollen wir das vereinfacht sagen? Ist es eine Jagdhunderasse oder eine Hütehunderasse? Nein, nichts für einen alleinstehenden, vollzeitberufstätigen Menschen. Regel Nummer 2. Alle Hunderassen, die körperlich von der Statur ja schon schreien, ich muss mich bewegen. Das sind unter anderem die Windhunde, die eigene Kategorie in der FCI-Liste darstellen. Das sind Lauf- und Schweißhunde, auch eine eigene Kategorie. Da gehört der Wischler und der Dalmatiner zum Beispiel dazu. Das sind aber auch Hunde wie der Ridgeback zum Beispiel. Das ist ein Muskelpaket sondergleichen. Der kann nicht 8 Stunden rumliegen, da dreht der durch. Zumindest nicht, wenn er jung ist. Hier ist es also so, alles was wirklich flink, agil und ja, bewegungshungrig ist, ist im Zweifel für einen alleinstehenden Arbeitstätigen nichts. Hier gibt es jetzt 1, 2 Hunderassen, die aus anderen Kategorien so ein bisschen ausbrechen, die aber trotzdem dazugehören. Zum Beispiel der Appenzeller oder der Beagle. Der Beagle ist auch ein Jagdhund, ja, aber der ist ja winzig klein, ne? Wird der eine oder andere jetzt denken. Der Appenzeller und der Beagle sind 2 sehr kleine Hunde im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt hatten, und die werden maßlos unterschätzt. Beide haben ein riesengroßes Bewegungspotenzial oder einen Bewegungsdrang, die wollen sich wirklich viel bewegen, und beide haben enorme Probleme mit dem Alleinebleiben. Und das bringt uns jetzt gleich zu Punkt 3. Einige Hunderassen haben es einfacher, mal alleine zu sein als andere. Es gibt Hunderassen, die extrem menschenbezogen sind. Bei dem Border Collie zum Beispiel weiß das fast jeder von euch. Aber wie eben schon erwähnt, sind Beagle und Appenzeller auch Kategorien. Nicht ganz so einfach alleine zu lassen.
Dazu kommen jetzt noch sehr urtümliche Hunde. Da haben wir zum Beispiel Huskies, Laikas. Das sind alles Hunde, die mit alleine bleiben, ja, nicht so glücklich sind und dazu neigen, im Zweifel Dinge kaputt zu machen. Die zerstören euch die ganze Bude. Das habe ich zum Beispiel im Husky oder am Malamut-Rassecheck erwähnt. Hier gibt es auch so ein paar Hunderassen, die wirklich, wirklich, wirklich schwierig sind, wenn es ums Alleinebleiben geht. Fassen wir also unsere drei Punkte nochmal zusammen. Jagdhunde, Hütehunde? Nein. Hunde, die extremes Laufpotenzial haben, Windhunde, Whippets, Ridgeback, Dalmatiner, Wischler, Weimaraner, alle diese Hunde, die in der Kategorie Lauf- und Schweißhunde sind? Nein, eher nicht. Alle Hunde, die Schwierigkeiten mit dem Alleinebleiben haben, das kann man einfach googeln, das sind ganz, ganz viele, aber hauptsächlich Hunde vom Urtyp? Nein, eher nicht. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber bleibt ja so gut wie nichts übrig. Richtig, denn für die allermeisten Hunde ist es nicht gut, 8 Stunden alleine zu bleiben. Jetzt gibt's hier aber 2 große Ausnahmen, zumindest in meinen Augen. Wir müssen jetzt eine ganz klare Unterscheidung machen zwischen Hunden, die ich mir vielleicht als Rasse, als Welpe irgendwo ausgesucht habe und Hunden, die ich aus dem Tierschutz oder Tierheim habe. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ein Schäferhundwelpe, der ist jetzt kein klassischer Hüte- und Treibhund und auch kein Jagdhund, sondern der wurde zu allem benutzt, richtiger Tausendsasser, aber der hat ein enormes Bewegungs- und Aktionspotenzial, der passt irgendwie fast in alle 3 Kategorien, die wir gerade hatten, rein. Schäferhund ist kein Hund, der gut alleine bleiben kann und alleine bleiben will und den ich nicht halten sollte, wenn ich den ganzen Tag berufstätig bin. Zumindest nicht ohne Alternative. Kommen wir gleich dazu. Nehmen wir diesen Schäferhund, den ich mir als Welpe anschaffe. Das wird wahrscheinlich vor die Wand fahren. Entweder fängt der Hund an, Fehlverhalten zu machen oder er macht den ganzen Tag Krach oder es gibt also irgendwo Probleme. Und irgendwann, im Zweifel, steht dann die Entscheidung, okay, das passt hier irgendwie nicht in meinen Lebensstil. Leider Gottes dann meistens ein bisschen zum Leidwesen der Hunde. Wenn wir jetzt aber den gleichen Hund nehmen, den Schäferhund, den ich vielleicht mit 4, 5 Jahren, obwohl er da immer noch sehr, sehr leistungswillig ist, aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim zu mir geholt habe, dann würde ich sagen, geht das sogar sehr häufig sehr gut. Denn diese Hunde hatten vorher nicht nur ein deutlich schlechteres Leben im Tierheim, sei denn, das ist ein richtig gutes Tierheim, da kann man auch manchmal sagen, Mensch, die haben es hier gut. Trotzdem, bei mir hat er ein Bett, da hat er ein Dach über dem Kopf, kriegt er jeden Tag seine Mahlzeit, wird geliebt, es wird sich einfach mehr um ihn gekümmert. Er hat sein Rudel, seine Gruppe. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und Hunde, die so im Tierheim gelebt haben, die freuen sich meistens über klare Strukturen, Ruhe, ein Umfeld. Da kann das zum Beispiel sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, nicht jeder Wischler oder nicht jeder Dalmatiner oder nicht jeder Schäferhund ist nichts für eine alleinstehende berufstätige Person. Es kommt auf die Vorgeschichte an. Was wir sagen können ist, wenn es ein Welpe oder ein sehr junger Hund ist, nee, Finger davon. Sind die älter und aus dem Tierschutz oder haben irgendetwas durchgemacht oder keine Ahnung, der Nachbar 3 Häuser weiter ist verstorben oder so und der Hund zieht jetzt bei mir ein mit 7 Jahren, dann mag das durchaus kein Problem sein. Dann bleibt er auch gerne einen halben Tag alleine, wenn der Rest des Tages für den Hund maßgeschneidert ist und genug Beschäftigung, Bewegung und tralala da ist. Dazu habe ich auch Videos gemacht, müsst ihr mal ein bisschen gucken. Obwohl wir das nicht so ganz pauschal beantworten können, müssen wir schon sagen, die allermeisten Hunde eignen sich nicht. Und trotzdem gibt es ein paar Hunderassen oder Hundetypen, die sich zumindest besser eignen und es gibt Alternativen. Alles, was so in die Hundekategorie Begleithunde reinfällt, das sind so die Bichons, Bolonka, Löwchen, das sind Hunde, die keinen bewussten Zweck hatten. Der Mops gehört zum Beispiel dazu und so weiter und so fort. Diese Hunde tun sich in der Regel ein bisschen leichter damit, alleine zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass sie das gerne haben. Bitte nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich sage, geht raus und kauft euch alle einen Bolonka, der bleibt 8 Stunden alleine. Das stimmt nicht. Die finden das auch richtig, richtig scheiße. Der Hund ist ein soziales Lebewesen. Die tun sich damit nur leichter. Sie haben zwar also vielleicht auf der einen Seite diese soziale Komponente, die sie wirklich bedrückt, aber die haben halt nicht diesen extremen Arbeitseifer, der das Ganze noch potenziert. Ja? Ich kann ein Bolonka vielleicht viel besser zum Alleinebleiben trainieren als ein Australian Shepherd. Ja, in den meisten Fällen ist das so. Trotzdem, es gibt Alternativen und es gibt gute Alternativen. Wenn ihr euch einen Hund zulegen wollt oder aber einen Hund habt und eure Lebenssituation sich ändert, durch Corona kann das jetzt bei allen der Fall sein, auf einmal kriegst du einen neuen Job, musst den ganzen Tag arbeiten, kannst einen Hund nicht mehr mitnehmen. Was denn dann? Dann gibt es Möglichkeiten. Es gibt Dog-Sitting-Angebote, es gibt Leintausch-Angebote, das findet ihr alles im Internet, leintausch.de, Porshake und wie es nicht alles heißt. Es gibt Hundetagesstätten, es gibt Gassigänger, es gibt so viele Optionen, wo man sagen kann, pass mal auf, es ist nicht gerade günstig, aber mein Hund könnte das und das und das machen, während ich nicht da bin. Wie unsere Kinder auch, wir bringen sie in den Kindergarten oder Kinderhort.
Auf diesem Prinzip beruht ja zum Beispiel unsere Hundetagesstätte. Und die allermeisten Hunde, die da hinkommen, kommen da wirklich sehr gerne hin. Das ist so ein bisschen wie Patchwork. Ja? Also die haben halt ihre Hauptfamilie und bei uns auch. Auch Familie irgendwie. Die kennen uns alle, die, ja, die haben auch nicht jeden Tag Bock da zu sein. Da liegen mal nur in der Ecke und pennen und so. Alles völlig normal, wie wir halt auch sind. Aber das sind Optionen, wenn ich meinen Hund ja unterbringen können muss. Es sollte aber auf gar keinen Fall Entscheidungskriterium für euch sein, zu sagen, ich hole mir einen Hund, obwohl es nicht passt, und pack den einfach dann 5 Tage die Woche in die Huta. Denn das ist für das Tier nicht fair und nicht gerecht. Zum Schluss möchte ich noch 2 Dinge erwähnen. Zu dem Thema FCI kommt demnächst ein Video, zu dem Thema Hundeservice, Hundepension, Hundegassi-Service und so weiter und so fort kommt ein Video, wo wir das Ganze mal unter die Lupe nehmen, wie gut oder schlecht ist das? Ist das, ne? Da werden wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und dann noch etwas in eigener Sache. Ich habe ja einen Facebook- und einen Instagram-Account für die Hundeschule und die Hundetagesstätte. Diese Accounts haben wir hauptsächlich gemacht, um mit unseren Kunden zu kommunizieren, um Videos aus der Huta oder aus der Hundeschule an die Kunden zu bringen, um einfach so ein bisschen in den sozialen Medien mit den Kunden interagieren zu können. Das geht aber hauptsächlich an die Kunden. Jetzt haben wir mittlerweile eine riesen Fanbase. Das seid ihr. Und ich möchte auch euch natürlich eine Möglichkeit geben, mehr in meinem Leben teilzunehmen, mehr uns über die Schulter zu gucken, in der Huta dabei zu sein, in der Hundeschule dabei zu sein, mit mir zu interagieren und mit mir zu kommunizieren. Das möchte ich aber ohne, dass ich meine Kunden aus den anderen Gruppen mit irgendeinem Kram voll spamme, in Anführungsstrichen. Deshalb gibt es ab jetzt einen neuen Instagram-Account, der mein persönlicher Instagram-Account ist. Findet ihr unter Dirk Biller, Hundetrainer. Diesen Instagram-Account werden wir nach einer gewissen Vorbereitung füttern mit Videos. Wir werden Stories machen. Ich werde versuchen, da euch kurzfristig auf Fragen zu antworten über die Story und die Feed-Funktion. Es wird also ganz viel Inhalt und Content geben. Meine Bitte an euch ist aber, ihr könnt natürlich weiterhin den anderen Sachen, also Stadtfälle und Huta-Stadtfälle, folgen. Aber da wird es nicht ganz so viel Inhalt geben. Wenn ihr mehr dabei sein wollt, wenn ihr mehr mitkriegen wollt, dann folgt doch bitte meinem neuen Instagram-Profil Dirk Biller, Hundetrainer. Da wird bald richtig die Post abgehen. Ich freue mich voll drauf. Ich bin raus. Tschüss.